Hey, servus Leute, herzlich willkommen zurück. Heute gibt es leider kein Bier, aber wir machen am Motorwetter. Sprich, heute machen wir den Zylinder. Und ja, ihr seht schon, der Kolben, der ist ziemlich am Arsch. Zylinder innen passt eigentlich noch, hat aber auch, also das hat auch schon ein paar Spuren jetzt, sage ich mal. Der heißt, ich werde den jetzt mal neu ein bisschen drüber honen. Nachdem ich schon mal ein Video gemacht habe zum Honen und das ja bei euch richtig gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze jetzt nochmal bei der DT mit dem 170er Satz. Zeig euch das hier auch mal. Natürlich soll das keine Anleitung sein, so honet man richtig, so macht es die Werkstatt oder wie auch immer. So mache ich das. So funktioniert es eigentlich immer gut. Also ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Aber natürlich ist es nicht die hundertprozentige Methode. Und ich kann auch nicht garantieren, dass die auch immer funktioniert. Erstmal hier jetzt noch schnell, wollte ich euch zeigen, habe ich mir noch ein paar neue Teile geholt. Und zwar haben wir einen neuen Kolben mit Kolbenbolzen, Kolbenringen, ein neues Nadellager, das ist sogar so ein angeblich verstärktes, was irgendwie für Tuning-Motore sein soll. In dem Fall ja ganz gut, weil wir ja den 170er Satz drauf haben. Und dann noch den Athena 170er Satz Dichtsatz. Ich werde jetzt erstmal damit anfangen, den zu zerlegen, komplett in alle Einzelteile. Das zeige ich euch natürlich und dann mache ich den sauber. Das werde ich euch nicht zeigen, aber wenn wir ihn sauber gemacht haben, gehen wir zum Honen über. Vom Honen gehen wir dann wieder ins Zusammenbauen und dann setzt man noch auf den Motor, auf den Rumpfmotor. Der steht übrigens hier. Das setzt man natürlich noch drauf und machen das alles richtig und genau. Das will ich jetzt noch gerne wissen, warum die nicht gescheit zusammen war. Weil so, das passt ja. Ja, die Schraube ist nicht lang genug. Obwohl doch, oder? Sollte mal den richtigen Imbus benutzen. Vielleicht sind die einfach auch nicht hingekommen. Ne, da passt alles. Okay, das ist schon mal gut. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Also hier sind jetzt die ganzen Teile einzeln. Ihr könnt es einigermaßen sehen. Die werden jetzt einmal alle komplett sauber gemacht und wenn wir die sauber gemacht haben, komme ich gleich wieder und dann tun wir den Zylinder honen. So Leute, die Teile sind jetzt einmal gescheit gecleant worden. Man kann es allein an der Alu schon sehen. Das ist jetzt viel, viel schöner, war halt alles voll mit Fett. Sprich, das ist jetzt alles sauber gemacht. Ich habe das einfach mit Fettentferner, Spülmittel und ein bisschen Silikonreiniger, glaube ich, heißt es. Oder die Silikonentferner, was man normal beim Lackieren benutzt, gemacht. Damit geht es eigentlich immer ziemlich schön. Jo, jetzt gehen wir zum Zylinder. Ich wollte euch den jetzt mal zeigen. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, also dieses Kreuzbettern ist nicht mehr so schön. Der ist generell einfach ein bisschen hergenommen worden, kann man so sagen. Genauso wie der Kolben halt auch. Sprich, den honen wir jetzt schnell. Zum Honen benutze ich wieder das Ding. Ist ein ganz gutes Werkzeug, damit funktioniert es eben, wie gesagt, ganz okay. Allerdings habe ich mal einen Kommentar von jemandem bekommen. Wenn ich den noch finde, blende ich den ein. Und zwar von wegen, dass einer mit drei Hohnsteinen zum Beispiel nicht so gut ist. Sprich, mit mehreren wäre besser.
weil man damit einfach verhindert, dass die runde Bohrung zu einem Ei wird. Also mit 3 habt ihr halt die Möglichkeit, dass es zu einem Ei wird. Wenn ihr jetzt 4 hättet oder 5 oder 6 oder so, dann wäre es natürlich besser. Ich habe natürlich jetzt nur den und mache einfach mit dem, wie gesagt, für so ein kurzes Durchholen reicht es komplett und ja, wenn ihr es professionell haben wollt, dann schickt euren Zylinder lieber selber zum Hohn. Aber wenn ihr das einfach schnell machen wollt, damit das für mindestens ein, zwei Kolben, die ihr wechselt, wieder passt, geht das so natürlich auch. Also jetzt fangen wir an. Also ich spanne mir erstmal den Zylinder in der Schraubzwinge hier ein, damit der einfach fest ist. Wirklich eingespannt ist er nicht. Der ist unten eigentlich nur draufgelegt und dann ganz, ganz leicht festgemacht, damit wir eben keine Spuren in das Aluminium machen. Also an sich, der ist jetzt nicht wirklich fest, aber es reicht auf alle Fälle. Als nächstes wollen wir ein bisschen Zweitaktöl nehmen, also sprich einfach Gemischöl. Und jetzt mit dem Finger erstmal die kompletten Innenfläche richtig schön einölen. Also da wirklich nicht sparsam sein, sondern wirklich richtig dick einmal Öl überall drauf klatschen. Und das gleiche machen wir dann noch mit unseren Schleifsteinen, die tun wir auch vorher einölen. So, und ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich habe jetzt mein Werkzeug und alles eingeölt, sowie die Zylinder. Ich mache das jetzt folgendermaßen, und zwar setzen wir den jetzt erstmal an. So, und jetzt fangen wir den ganz langsam an zu drehen. So, und ich habe das Ganze jetzt vielleicht für 30 Sekunden oder so gemacht. Und jetzt können wir schon mal schauen. Das sieht jetzt innen schon sehr gut aus. Man sieht jetzt hier zum Beispiel noch eine Spur. Ich hoffe, ihr könnt die erkennen. Die war natürlich davor auch schon drin. Die ist aber nicht so, dass man die fühlt. Und das ist auch einfach ein bisschen eine Brandspur, sage ich jetzt mal. Um die rauszubekommen, müsstet ihr tiefer honen. Und man kann das, denke ich mal, schon ganz gut auf der Kamera erkennen, dass es um einiges besser aussieht. Ja, jetzt wo wir das erledigt haben, müssen wir natürlich noch den nochmal auswaschen, sprich die ganzen kleinen Metallsplitter rauswaschen. Und dann können wir jetzt auch gleich damit anfangen, den Kolben zu installieren und so weiter. So, also ich muss sagen, ich bin auch immer wieder überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert, das selber Huhn. Ergebnis, ihr habt es selber gesehen, ist 1A. Jetzt habe ich Folgendes noch vergessen. Wir bauen jetzt als erstes natürlich die Powerwalze wieder rein, bevor wir anfangen, den Kolben und Zylinder und so drauf zu machen. Sprich, bei der Powerwalze fangen wir jetzt an, natürlich mit den 2 Hälften. Hier haben wir die Stifte, die halt dementsprechend richtig reintun. Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, aber die halt mit reintun. Und hier haben wir die Schraube. Und weil die davor jetzt schon mal lose war, werde ich da jetzt ein bisschen Schraubensicherung drauf tun. Aber wirklich nicht viel, damit die einfach hält. So, um das jetzt einzubauen, nehmen wir erstmal die Seite hier und tun die hier rein mit dem Stift praktisch auf der, ja, von euch jetzt gesehen auf der rechten Seite. Beziehungsweise von mir auch so jetzt gesehen, aber. Und dann müsst ihr das andere Teil auch reintun. Und da müsst ihr dann vorne durch den Auslass schauen, dass ihr die Teile auch richtig zusammensteckt. Ich kann euch das vielleicht hier zeigen. Vielleicht kann man das hier ein bisschen sehen, wo die hier zusammengehen, dass ihr die 2 Stifte trefft. So. Und dann sollte das schon soweit passen. Dann als nächstes von der Seite die Schraube einsetzen und festdrehen. Dadurch halten dann eben letzten Endes die 2 Teile zusammen. Sprich, das ist schon wichtig, dass man die auch gescheit festmacht. Frage ich mich immer noch, wieso die davor nicht gescheit festgemacht war und die beiden Hälften nicht gescheit zusammengehalten haben. Also das ist echt
Reinstermurks gewesen. Und dann könnt ihr hier, ein kleiner Tipp, euren Daumen hier reintun und damit die Walze halten und dann festdrehen. Oder was auch manche machen, ist hier vorne dann eine Zange nehmen. Jetzt kurz meine Zange schnell holen müssen. Und dann hier das praktisch festhalten und dann könnt ihr das Ganze dementsprechend gescheit festziehen. Aber so fest muss es auch wieder nicht. Also das reicht schon, wenn ihr die einfach gescheit festzieht und mit ein bisschen Schraubensicherung. Dann hält es schon. So, als nächstes kommt dann diese zwei Teile. Da sind auch zwei Dichtungen jeweils links und rechts. Da schaue ich mal ganz kurz, ob da neue dabei sind. Siehe da, bei dem Dichtungskit sind sogar neue dabei. Sprich, wir machen das jetzt mal auf. Das ist, was wir jetzt brauchen. Ich frage mich, für was die zwei Kupferringe sind. Interessant. So, und hier gehören jetzt auf alle Fälle eigentlich die beiden roten hin. Ich weiß jetzt auch nicht, für was der ist. Und der kleine, also keine Ahnung, warum die alle dabei sind, aber hier gehören auf alle Fälle die zwei roten hin. Also der kleine, schauen wir mal, ob wir da noch eine Verwendung finden. Aber der schwarze, der gehört dann auf alle Fälle hier oben rein, wo dann auch eben das Ding hier drauf kommt, und zwar so. Weiß ich nicht, warum die hier das mit so einem vierten machen, aber naja. Dazu aber dann gleich. Jetzt machen wir erstmal die. Dafür müssen wir erstmal die alten entfernen. Dafür einfach einen dünnen Schraubendreher nehmen. Kann man schön drunter fahren und die dann abziehen. Da muss man jetzt auch nicht allzu vorsichtig sein, weil kommen ja sowieso neue drauf. So, Nummer 1, dann hier Nummer 2. So, die alten kommen dann weg. Und jetzt, bevor man die Sachen reintut, wieder empfiehlt es sich halt einfach wieder ein bisschen Zweitaktöl an Finger zu tun und das einmal einfach hier rundherum zu reiben, damit der O-Ring ein bisschen gefettet ist und auch gescheit dicht hält und nicht reißt beim Einbauen. Jetzt können wir das Teil so rum hier reinbauen. Das kommt da einfach reingesteckt. Das geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer wie beim neuen O-Ring. Ich mache das dann meistens so, dass ich meinen Gummihammer zur Hilfe nehme. So. Und dann haben wir das auch schon. Und jetzt gehört eigentlich nur noch auf der anderen Seite das Teil hier, der Deckel, hier wieder drauf gebaut. Ich werde hier gerade noch nebenher von der Mücke attackiert. Ich hoffe, ihr könnt es überhaupt gut alles sehen. Kommt jetzt hier der Deckel schon wieder drauf. Da gleiches Prinzip, können wir wieder unseren Gummihammer zur Hilfe nehmen. Und hier kommen jetzt die zwei kleinen Schrauben rein. So, die ziehen wir dann gleich fest. Das ist jetzt Hauptsache, dass die schon mal drauf sind. Und jetzt haben wir hier eben die Powerwalze, die wir noch drehen können. Die stellen wir jetzt gleich mal in einigermaßen richtige Position, ungefähr so. Jetzt, wo wir das hier drin haben, kommt dann als nächstes der hier einfach wieder drauf. Der wieder dann drauf kommt, müssen wir dann eigentlich letzten Endes schauen. Beziehungsweise im Moment, der kommt noch nicht drauf. Erst kommt das hier drauf. Da natürlich dann auch schauen, dass man es richtig drauf tut. So, ne? Weil so macht es keinen Sinn. Nee. Also so rum. Da dann die kleinen Imbusschräubchen. So.
reicht auch, wenn er die hier so wirklich handfest macht. Wir machen die Seite hier auch nochmal gescheit fest. So. Und jetzt können wir auch schon das Ding installieren. Und zwar einmal so, zack. Dann sollte das hier mit dem Loch übereinstimmen. Und eure Powerwalze sollte ganz offen sein. Sprich so. Dann passt es, weil die stellt sich dann normal eben so ein, wenn ihr ungefähr, wenn sich dieser Drehmotor dreht. Und dann dürfte die jetzt geschlossen sein. Kann man jetzt hier sehen, dadurch, dass hier dieser kleine Übergang ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Genau. Hier jetzt noch den Ring oben drauf, also die Beilagscheibe und dann wieder die Schraube hier rein. Die kann man übrigens auch am besten festmachen, wenn dann alles verbaut ist. Aber nachdem sich die eh nicht weiter dreht, können wir die auch so festmachen. So, jetzt können wir auch dann schon den Deckel wieder drauf tun. Und hierfür habe ich, glaube ich, sogar neue Schrauben. So, jetzt wo wir den Zylinder soweit vorbereitet haben und die Powerwalze auch wieder eingebaut haben, können wir jetzt übergehen, den Kolben erstmal zu installieren und dann eben den Zylinder oben drauf zu tun. So, um damit jetzt anzufangen, brauchen wir erstmal unseren neuen Kolben. Den feiere ich ja mal übelst. Ich habe mir den nämlich schon angeschaut. Den müssen wir jetzt dann auch erstmal vorbereiten. Aber einfach dieser Unterschied von dem Kolben neu hier im Vergleich zu den gebrauchten. Ja, also sieht man einen deutlichen Unterschied, denke ich mal. Wir haben einmal hier einen neuen Kolbenbolzen, hier die Kolbenclips und hier zweimal Kolbenringe. Das kommt natürlich ganz darauf an, was ihr habt. Es gibt natürlich auch einen mit nur einem Kolbenring. Ich fange jetzt immer gern damit an, dass ich mir erstmal einen Lappen drunter lege, dass der neue Kolben nicht beschädigt wird und nehme mir einen von den Kolbenclips und baue den schon mal ein, weil die nämlich meistens ziemliche Abfuck sind einzubauen. Bei 125ern geht es, glaube ich, noch, aber ansonsten sind die echt immer ziemlich eklig. Also ihr wollt einfach den Ring ansetzen in der Kerbe zur Hälfte und dann den Rest praktisch reindrücken. Schauen wir mal, wie ich es hinkriege. Und viele sagen entweder die Öffnung nach oben oder nach unten. Das ist eigentlich euch überlassen. Ich würde es immer machen, da wo dieses Ding am weitesten weg ist. Also in dem Fall nach oben. So, und wenn ihr den dann reingefummelt habt, kann es sein, dass ihr hier ein bisschen eine Spur hinterlassen habt. Da einfach fühlen, ob man die spürt. Wenn ihr die nicht spürt, dann passt alles. Und wenn es tatsächlich so ist, dass ihr die spürt, dann nimmt es wieder ein bisschen Vlies und schleift es hier drüber. Aber so an sich, wenn ihr hier ein bisschen die Beschichtung wegmacht, ist nicht schlimm. Ihr habt sie beim alten gesehen, da war die komplett weg. Also das ist nicht die Welt. Jetzt, wenn wir den einen Clip installiert haben, können wir erstmal die Kolbenringe noch installieren. Das sind die hier. Und da müsst ihr jetzt schauen, da gibt es nämlich manchmal zwei verschiedene. Dass es einen praktisch für oben gibt und einen für unten. Das ist aber dann normal markiert. Und in dem Fall sind es beides die gleichen. Man kann es vielleicht auch sehen. Hier steht zweimal N100 drauf. So, und hier ist es natürlich immer, dass da wo was draufgeschrieben ist, das ist eigentlich immer die Oberseite. Sprich, der gehört jetzt so rum hier drauf. Jetzt suchen wir hier schon mal die Stelle, wo hier dieser kleine Zwischenpunkt ist, also wo praktisch der Spalt kommt. Und da setzen wir den dann einfach an und probieren den jetzt hier mit der einen Hälfte eben anzusetzen und dann die andere Hälfte drüber zu ziehen.
So, in den meisten Fällen rastet der euch dann erstmal hier schief in die erste Dings ein. Dafür aber dann einfach hier dazwischen gehen und den wieder rausziehen und nach unten in die nächste drehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu zeigen, aber so, jetzt ist der auch schon drin. Und das gleiche machen wir jetzt noch mit dem oberen. Der geht ein bisschen leichter. Zack, jetzt haben wir die auch schon drauf. Jo, leider hat die GoPro beim Akkuwechsel irgendwie dann nicht mehr das Mikro erkannt und deswegen war dann einfach kein Ton mehr da. Deswegen spreche ich das jetzt mal schnell nach. Ich erkläre euch die wichtigsten Sachen, die beim Zusammenbau. Das ist eigentlich recht einfach. Als erstes müsst ihr schauen, dass der Kolben in der richtigen Richtung eingebaut wird. Dafür ist oben auf dem Kolben meistens ein Pfeil oder irgendeine Markierung. Und das sollte immer Richtung Auslass schauen. Also der Pfeil schaut immer Richtung Auspuff. Dann als nächstes wollt ihr oben in das Pleuel natürlich das Nadellager einbauen. Das solltet ihr nicht vergessen. Das natürlich vor dem Einbau auch ein bisschen mit 2-Takt Gemischöl ölen. Dann könnt ihr es reintun, dann könnt ihr den Kolben oben drauf tun. Und von der Seite, wo ihr noch keinen Kolbenclip drin habt, den Kolbenbolzen auch ein bisschen einölen und durchstecken. Wenn ihr den dann drin habt, tut ihr euch am besten unten um die Kurbelwelle halt einen Lappen rum, damit wenn ihr dann den zweiten Kolbenclip reintut, dass ihr, falls ihr euch irgendwie runterfliegt oder so, nicht in den Motor reinfällt und dann habt ihr ein großes Dilemma, sondern der dann einfach auf dem Tuch liegt. Jo. Dann geht es als nächstes an die Zylinderfußdichtung. Da solltet ihr immer schauen, dass ihr die gleiche Höhe benutzt, wie ihr davor drin hattet. Also damit einen Messschieber nochmal nachmessen, dass die auch genauso dick ist wie die davor. Beim Athena-Dichtsatz ist es so, dass es tatsächlich nur eine Einheitsgröße gibt und das heißt, die wird auch eigentlich immer verbaut. Dann hat die Athena-Dichtung unten noch so einen blauen Gummidings. Und jetzt ist die Frage, wie rum gehört sie? An sich passt sie sowieso nur in eine Richtung, aber ihr könnt euch bei Dichtungen immer, also eher so Motorendichtungen, könnt ihr euch eigentlich immer merken, dass da, wo die Schriftzüge drauf sind, dass das immer nach unten geht. Und genauso ist es dann beim Zylinderkopfdichtung. Da ist es genauso und da ist aber auch nochmal eine Markierung mit ab, also welche oben sein soll. Recht viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr jetzt den Zylinder oben drauf stecken wollt, dann müsst ihr noch schauen, dass die Kolbenringe, dass die Abstände praktisch da sind, also wo die Kolbenringe auseinandergehen. Die müssen dann da zusammengedrückt werden, wo dieser kleine Punkt ist, der Pin ist. Und dann müsst ihr die eben zusammendrücken und während ihr die noch zusammendrückt, könnt ihr dann den Zylinder oben drauf stecken. Deswegen hat der unten eben extra so ein Stück, was raussteht und wo ihr noch Platz habt, die Finger zu haben, weil ihr müsst die Kolbenringe auf alle Fälle zusammendrücken und bis zu der Position eben hinbringen. Und dann, wenn ihr das habt, könnt ihr ihn komplett reintun. Und sobald ihr den dann drauf habt, solltet ihr auch einfach mal probieren, ob sich der mit dem Kickstarter leicht nach oben und unten bewegen kann. Ja, das Ganze sollte dann leicht nach oben und unten gleiten, aber jetzt nicht im Sinne von, es geht extrem leicht. Das geht natürlich nicht ganz so leicht, weil der soll natürlich auch gut Kompressionen zu so haben, aber es soll halt auf alle Fälle kein Schleifgeräusch oder Kratzgeräusch vorhanden sein.
So, und beim Drehmoment ist so, die unteren vier Schrauben haben 28 Newtonmeter und die oberen haben 22 Newtonmeter. Und sich so. Und hier, wenn ihr die dann festmacht, auch wieder beachten, das Ganze im Sternpattern zu machen. So, jetzt wo wir den Teil fertig festgezogen haben, kommt noch oben die Wasserpumpe wieder drauf, ein Wasserpumpendeckel. Hier dann einmal nicht vergessen, den Ring einzusetzen und dann das Gasket. Hier ist einmal das von Athena mitgeliefert, was hier die vier Löcher hat, warum auch immer. Vielleicht, weil das gleichzeitig noch für ein anderes Modell ist. Aber ich schau mal nach. Ich habe bei dem anderen Dichtsatz, glaube ich, eine, die auch passt. Okay, interessanterweise ist bei dem Original DT-Satz auch eine mit vier Löchern dabei. Warum auch immer. Die ist aber ein bisschen dicker als die von Athena. Das heißt, ich nehme lieber die, weil dicker ist immer besser. Zumindest in den meisten Hinsichten. Und dann hier das Ding oben drauf. Geht natürlich auch nur in eine Richtung. Und jetzt hier dreimal neue Schrauben. So, ich habe den Rest von dem Gasket noch abgeschnitten. Ein Cuttermesser. Jetzt hier noch die Achter wieder festziehen. Dann natürlich schauen, dass es gleich passt vom Winkel her. Und die müsst ihr auch einfach nur wieder handfest machen. Jetzt fehlt noch die hier, die hier reinkommt. Dafür sind übrigens auch die zwei neuen Kupferringe dabei. Und die Zündkerze wird auch noch festgezogen, und zwar mit 20 Newtonmeter. So, und damit haben wir das jetzt auch erledigt. Zylinder und Kolben praktisch, beziehungsweise Zylinder ja aufgefrischt, Kolben neu. Und ja, an sich eine einfache Sache, die, denke ich mal, jeder zu Hause eigentlich selber machen kann. Jo, und ach, hier ist das andere Teil, sehe ich gerade. Das habe ich nicht schon gesucht, was dann hier noch hinkommt. Die andere Schraube, ihr wisst, was ich meine. Na gut, auf alle Fälle war es das jetzt soweit. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ich konnte es so zeigen, dass man das alles verstehen kann. Ich habe mir Mühe gegeben. Jo, dann reingeschauen. Was? Nee, irgendwie ging das doch so, oder? Diesen reingeschauen. Nee, wie sagt man das? Hast du dich vorbereitet? Gestern habe ich ungefähr 20 Kolbe gesucht. Und das soll was nützen?